Na, hallo und herzlich willkommen zurück bei Ixion. Wir schauen uns heute an, wie es hier mit unserem Sektor 3 weitergeht und vor allem, was unsere Forschung in diesem System noch so ergibt. Im Moment haben wir ja hier den Fargo-Planeten extrahiert und haben da festgestellt, dass irgendetwas mit dem Frachtschiff, was dort war, passiert ist. Sehr gespannt, wie das weitergeht. Hier haben wir jetzt erforscht, dass wir diese Dekrete beschließen können, weil das müssen wir machen, um überhaupt erstmal hier die Müllentsorgung freischalten zu können. So, Eisen sieht sehr gut aus. Da sind wir schön am Cap. Allerdings hier, was Polymer angeht, müssen wir schauen. Silizium wird geliefert. Mehr Arbeit haben wir mittlerweile überall. Außer hier, ja genau, hier ist noch optimal. Ich weiß halt noch nicht so richtig, was wir hier hinbauen wollen. Das Ding ist halt, die anderen Sektoren sind alle voll ausgebaut. Also hier passt nichts mehr hin. Und hier passt auch nichts mehr hin. Das Problem in Sektor 2 ist halt, die Mehrarbeit entsteht dadurch, dass so viele Leute in der Krankenstation sind. Und wahrscheinlich werden die drei auch sterben, weil wir es nicht schaffen, hier rechtzeitig welche zu entlassen. Wir könnten aber mal schauen, eventuell, ob in der Erforschung für die Krankenstation, wenn es da was gibt, hier. Reorganisation der Pflege. Schaut mal, das ist doch was. Das erforschen wir auf jeden Fall als nächstes. 5 weitere Betten. Das nehmen wir mit. Das ist gleich fertig. So, jetzt erforschen wir das hier. Aber wir können es uns halt auch nicht erlauben, einfach immer so viele Leute zu verlieren. Mal gucken, was wir hier für ein Ereignis haben. Etemenanki. Na toll. Finden wir gar nicht gut. Jetzt haben wir im Sektor 3 wieder das Problem, dass die Leute unzufrieden sind, weil das uns wieder Minusstabilität gegeben hat. Nicht so schön. Sektor 2 ist zumindest noch neutral. Hier haben wir das Problem, dass wir keinen Platz mehr haben, um noch was hinzubauen, was die Stimmung hebt. Na, mal schauen. Okay, die holen immer noch Eisen. Einer ist hier gestorben. Schauen, wenn die Forschung fertig ist, dann sollte das hier zumindest kein Problem mehr sein. Und ich würde auch direkt mal das nächste Sonnensegel dann in Auftrag geben. Wir haben zwar noch leichten Vorlauf, was die Energie angeht. Aber lieber man hat, als man hätte. Hier fehlt halt immer noch Kohlenstoff. Mal gucken, wie es da aussieht in der Versorgung. Hier ist welcher da. Okay, dann stellen wir das hier mal auf hohe Priorität für den. Das hier auf mittlere. Dann versorgt der jetzt hauptsächlich Silizium, wenn welches zum Abbauen da ist. Aber wir haben auch keins gefunden. Da müssen wir direkt mal nochmal eine Sonde schicken. Was wir nicht können, weil wir nicht genug
Polymer haben in dem Gebiet. Okay. Können wir aber einstellen, dass da was drüber geliefert werden soll. Ja, wir haben im Moment nirgendwo welches. Ah ja, weil das direkt für das Sonnensegel wieder drauf geht. Ja, dann ist es eben so. Wahrscheinlich müssen wir erst ein Gebäude bauen. Explosion ist nie gut. Ja. Ja, wahrscheinlich müssen wir erst ein Gebäude bauen, damit wir überhaupt diese Dekrete erlauben können. Ja. Oh, das ist natürlich jetzt die Frage. Müssen wir das jetzt hier hinbauen? Und wenn wir es nicht hier hinbauen, können wir dann da keine Dekrete erlauben. Ja, passt mal auf. Wir reißen das hier ab. Komm schon. Okay, die Request, da warten wir noch ein Stück. Vor allem immer so viele Verletzte gleich, das nervt. Hier haben wir schon zwei Krankenhäuser. Es wird immer hin und her gescharrt, ja. Wo wir gerade mal eins brauchen, wird es hingeschafft. Ah, ich verstehe. Das können wir also in jedem Gebiet hinbringen, ja, das Polymer. Für die Außenbordschleuse. Na toll. Natürlich für unseren Rumpf gar nicht gut, wenn hier immer Gebäude explodieren. So, theoretisch müsste unser Forschungsschiff aber hier auch fertig sein. Schicken wir es nämlich gleich mal zum nächsten Planeten. Also Eisen sieht ganz gut aus. Bergbauschiff. Ah, das bringt jetzt 30 Kohlenstoff, sehr gut. So, sobald hier die Gebäude wieder in Stand gesetzt sind, können wir uns darum kümmern, dass das Teil gebaut wird. Jetzt vorwärts. Das Gute ist, dass das hier insgesamt bewertet wird, also jedem Sektor. Dadurch haben wir insgesamt immer noch ein Plus, auch wenn ein Sektor ein Minus ist. So, da gucken wir doch mal, was unser Forschungsschiff hier gefunden hat.
Also wir machen erstmal das. Die Frage ist, ob das Schiff selber auch mit zerstört wird in der Atmosphäre, weil dann können wir das Wrack danach ja immer noch analysieren. Also wir machen auf alle Fälle das. Wir gehen hier auf Nummer sicher. Ein paar Leute mehr reichen uns schon erstmal. Wir haben jetzt 816 aktuell. Wir haben einfach mal fast 300 Nicht-Arbeitskräfte. Das ist doch unglaublich, oder? Nutzlos die sind. Was das angeht, werden wir hier in dem Gebiet direkt mal dieses Siedlungszentrum in Auftrag geben. Okay, das passt hier hin. Dann wollen wir jetzt hier die Straße lang. Body mal so. Ah, dafür brauchen wir auch wieder vier Elektronik und haben nur drei aktuell. Ah, können wir nicht ändern. Können wir die aber schon mal wieder hier rüber scharren lassen. wollen alles im Sektor 3. Hier wollen wir gar nichts. Viele Leute würde das denn brauchen? Oh, das braucht nur vier. Aber die Leute, die wir dafür... Also ausbilden sozusagen, sind ja mal 15. Wenn wir also hier schon mal einen Auftrag geben. Gut. Moment sieht es noch ganz gut aus. Umfeldintegrität hält sich die Waage. Immer mal ein bisschen ins Minus, ein bisschen ins Plus. Das passt. Brauchen halt mehr Kohlenstoff. Wir können halt blöderweise, ja, das ist halt so ein Ding, ne? Wir können keine Elektronik herstellen, weil wir kein Silizium haben. Aber wir finden kein Silizium, solange wir keine Drohnen haben. Das bedeutet, wir müssen jetzt wirklich als erstes mal jetzt hier denen den Auftrag geben, Kohlenstoff abzubauen. Das heißt, das nehmen wir hier weg. So, jetzt holen die beiden Kohlenstoff. Das ist schon mal gut. Hier haben wir aber auch nichts mehr, um Kohlenstoff abzubauen. Interessant. Schon aufpassen, nicht, dass die hier wieder irgendwo durchfliegen, aber es sieht gut aus. Es passt alles. Nice. Okay. So, dann ist hier primär jetzt Kohlenstoff in Arbeit und da stellen wir hier ein, das Polymer tatsächlich erstmal voll hier rüber geliefert wird, damit hier Drohnen gebaut werden. So, weiter geht's. Forschungsschiff. Interessant, das Schiff ist also mit zerstört worden. Ja, können wir nicht ändern.
Bio-Kapseln hier, das ist aber nice, die holen wir dann gleich mit. Jetzt ist die Frage, ob wir die Kalypso, wenn wir die nämlich hier rumschicken. Ne, seht ihr das? Da muss sie da durchfliegen. Das ist blöd. Also schicken wir sie hier hin. Vielleicht klappt es von hier, dass sie die äußere Umlaufbahn nehmen. Nicht müssen wir auf alle Fälle Sonden schicken. Das ist im Moment die oberste Priorität. Ressourcen sieht sonst noch ganz gut aus. Schauen wir mal weiter. Nahrung passt auf jeden Fall. ...80 müssten wir in der Produktion haben. Wir haben aktuell 17 Insektenfarmen. Also produzieren wir 85 Nahrung. 5 Ticks immer. An accident has occurred in the tycoon. So, hier haben wir jetzt endlich dieses Teil für die Kreta. Also, schauen wir doch mal, was es gibt. Okay. Sektor. Ah, hier kann man für die verschiedenen Sektoren. Das ist schon mal gut. Da braucht man nicht mehr. Okay. Sand. Okay, das wäre schön, wenn wir das uns leisten könnten, aber wie sollen wir es denn machen? Das können wir machen. Wobei, ich glaube, da wird es dann auch eng, oder? Wobei, das betrifft ja nur den Sektor. Ah, wir können das jetzt nicht ändern, weil wir es gerade umgeändert haben, ja. Okay, so viel dazu. Wir müssen also doch überall so ein Teil bauen. Naja, nicht so schlimm. Wir machen hier das mit der Abfallverwertung, damit wir da zu Ressourcen kommen. Das ist einfach wichtiger als denn ihre gute Laune. So, und ich kann hier nur auch nichts ändern, dass hier wieder so viele Leute krank sind. Krankenhaus ist mit 20 Leuten belegt, also irgendwo ist auch mal gut. Was soll ich denn machen? Aber krass, dass Polymere mal so eng sind, hätte ich auch nicht gedacht. Eigentlich. Keine Rumpfreparatur gemacht. Ja, beschädigte Gebäude, mein Gott. Okay, dann gucken wir erstmal an, was hier los ist. Haben wir da unser Wissenschaftsschiff hingeschickt? Ach, hier runter. Auch mal hier wieder einen Speicherpunkt. Je weiter man im Spiel vorwärts kommt, umso wichtiger ist es, mehrere Punkte zu haben, zu denen man so nur zurückgehen kann.
Okay. Ja, das haben wir ja schon mal gesagt, das machen wir nicht. Ja, komm. Wir haben aktuell genug. Sollen die das so machen? Das ist auch relativ safe, da können die schön hinfliegen, ohne dass es Probleme gibt. Okay, passt. Ich weiß halt jetzt nicht, ob die jetzt mehr produzieren. Weil dieser Sektor ist ja jetzt optimiert in Nahrungsspezialisierung hier. Hatten wir ja mal eine Meldung gekriegt. So, aber trotzdem produziert er ja einen in einem Zyklus. Der produziert auch eins in einem Zyklus. Wer weiß. Okay, hier ist zumindest jetzt nur noch einer, der nicht behandelt werden kann. Irgendwann kommen die ja hier raus, wenn das voll ist, aber jetzt sieht es schlecht aus. Jetzt dauert es ein ganzes Stück, ehe da nichts reinkommt. Also sein, dass der eine uns stirbt. Im Moment fehlt es ein bisschen an allem. Das pausieren wir mal. Wir könnten es sogar abbrechen erstmal. Wir brechen es erstmal ab. Weil das Ding ist halt, das sehe ich gerade als wichtiger an. Noch haben wir ja genug Energie. Wie braucht das hier eigentlich Energie? 2. Okay. Kriegen wir hin. Ah, sehr schön. Jetzt werden hier auch wieder Drohnen gebaut. Sonden. Oh. Gebäude kaputt. Durch doof, wenn das keiner repariert. Und wir müssen unseren Frachtern einen Auftrag geben, hier, dass die Leute abholen. Ja, Eisen sehe ich jetzt immer noch als höhere Priorität. Irgendwann sollten die dann auch mal die Leute mitnehmen. Natürlich hier auch mal einstellen, dass die hier Abfall lagern, ne? Hier stellen wir ein, dass die Polymer herstellen. Ja. Okay. Wir brauchen halt 50 Müll dafür. Wir haben ja auch relativ viel, was Müll produziert. Sonde ist ready. Wir brauchen ganz dringend Silizium. Das ist also jetzt unsere Priorität. Es scheint... Oh, Moment, da war was, wo viel war. Ja. Ja, flieg mal hin. Okay, unser Siedlungszentrum ist auch fertig.
Ja, dafür brauchen wir halt auch wieder das. Stell mal ein, dass das automatisch passiert. Dann stellen wir ein, dass hier irgendwelche sinnlosen Nichtarbeiter übergelagert werden. Und zwar von Sektor 2 in Sektor 3 und zwar Nichtarbeitskräfte. Moment haben wir noch nicht genug Gebäude dort. So Häuser, aber die werden ja gerade gebaut. Gleich mal noch 15 einstellen. Sektor 2 nach Sektor 3. Ah ja, hier geht's los. Population transfer complete. Okay. Was hat unsere Sonde gefunden? Ah, die ist noch auf dem Weg. A probe has completed its scan. Wie viel Silizium haben wir denn hier? 156. Okay, das sind 5 Elektrozeugs. Ja, die müssen Vollgas geben hier, die Jungs. Rumpfintegrität steigt wieder, das ist sehr, sehr gut. Hier ist noch nicht genug Abfall für einmal Polymere herstellen. Aber hier haben wir auf alle Fälle genug, um mehr Sonden zu bauen. Das ist sehr, sehr wichtig. Da haben wir auch schon wieder eine. Verdammt viel zu erforschen hier. Was macht eigentlich unser Forschungsschiff gerade? Ach ja, die warten drauf, dass das Zeug hier hingeliefert wird. Ist klar. Nahrung macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Haben wir hier wirklich genug? Also wir sollten eigentlich genug haben. Hier ist mehr als genug. Das passt ja. Hier ist halt zu wenig. Hier passt es auch. Ja, mal schauen, wie sich es weiterentwickelt. Halt doof, wenn immer in den gleichen Sektoren so ein Mist passiert. Wir können ja mal schauen, ob wir hier in der Forschung irgendwie noch was Sinnvolleres rauskriegen. Es macht ja eigentlich keinen Sinn, da was reinzustecken. Schwebebetten können wir noch nicht erforschen. Das würde ich jetzt noch als sinnvoll empfinden. Die Getreideform brauchen wir später auf jeden Fall.
Was kriegen wir noch in Quartier? Zusätzliche Betten. Okay, das brauchen wir sowieso. Wir erforschen das mal. Weil das Ding ist halt, wir werden ja Schritt für Schritt immer mehr Crew haben. Und vor allen Dingen können wir eventuell dadurch ein paar Quartiere abreißen. Und Platz gewinnen für andere wichtige Sachen. Wenn wir hier 4 wegreißen können, hätten wir hier schon mal ein schönes Feld, wo wir was hinbauen können. Und wie gesagt, aktuell sind es 15, dann sind es 40. Das ist schon... Und das ist auch begrenzte Qualität. Das ist auch immer blöd. Dann doch lieber 40 mit mittlerer Qualität. Ich weiß jetzt halt auch nicht so genau, die Kolonisten, also wir hatten ja bei der einen Mission gesehen, da hätten wir Kolonisten hinschicken können. Man hat laut gesourced hier. Administrator, you can implement a new policy. Ich will jetzt eigentlich mit der Ernährung nicht groß höher gehen gerade. Weil hier ist eigentlich wieder voll. Das sieht gut aus. Was haben wir denn hier entdeckt? Dann eine neue Sonde, die schicken wir gleich mal los. Mal ein bisschen Kohlenstoff versorgen, weil so wie ich das sehe, ist hier noch ein bisschen Kohlenstoff. Dann ist das schon wieder alle. Schneller machen. Population transfer complete. Fünfzehn Kolonisten im Training. Vor allen Dingen, ich sehe es kommen, wir brauchen 30 und haben dann 29, weil der einmal zu früh trainiert hat. Naja. So, mal gucken, was wir jetzt hier kriegen. Ach, da fliegt immer noch das Zeug hin und her. Okay. Vor allen Dingen hier haben wir noch Silizium und ich weiß nicht, wie ich das Silizium in die andere Halle darüber kriegen soll. Ich weiß, doch, ich weiß es. Moment, ich mach folgendes. Komm schon, 15 Besatzungsmitglieder. Ernsthaft? Was soll ich denn die Krankenhäuser dafür hernehmen? Pass auf, ich mache folgendes. Ich stelle hier kurz um auf Silizium. Ja? Dann holen die das Silizium nämlich dahin. Und dann stelle ich ein, dass das ganze Silizium, genau, hier rübergebracht wird. So. Operieren. Eisen wird auch immer weniger. Darauf achten. Dafür haben wir jetzt schön viel Polymer. Start erstmal.
Sind das jetzt neue Quartiere? Ich werd bekloppt. Da muss ich ja neue Quartiere bauen dafür. Okay. Die sind halt auch doppelt so groß. Aber doppelt so groß bedeutet trotzdem, jetzt wären es 30 Leute, die reinpassen, dann sind es 40 Leute. Allerdings das Problem schon wieder, dass ich, wenn ich das jetzt umbaue, ja wieder Leute habe, die hier obdachlos sind für die Zeit, weil ich kann ja nicht jetzt, wohl doch, ich könnte hier so ein Quartier schon mal zwischenbauen. Dann mache ich das doch mal. So, hier haben wir alles an Silizium raus. Das heißt, wir stellen hier wieder um auf Biokapseln. Eisen wird wieder geliefert, das ist sehr gut. Sehen, was unsere Sonde gefunden hat. Ist gut Kohlenstoff. Ah, und der baut auch direkt das Kohlenstoff ab. Das ist sehr schön. Ganz schön was los hier in unserer Weltraumansicht. Eigentlich unser Forschungsschiff. Achso, die warten ja immer noch, dass hier genug Zeug hin transportiert wurde. Sollte jetzt aber geschehen sein. Jetzt geht's vorwärts. Oh, und eine Sonde ist ready, hab ich gerade gesehen. Schicken wir wieder aus. Wir haben schon zwei Spuren gefunden. Das ist jetzt die dritte. Ist halt immer das Ding, will man schnell voranschreiten mit der Hauptquest, weil ich denke halt immer, dass dadurch irgendwelche Events getriggert werden, die nicht unbedingt gut sind. Zum Beispiel Minusstabilität in allen Sektoren und so ein Zeug. Ja, auf jeden Fall, wie immer. Jede Menge Probleme. Wir kriegen es aber irgendwie gelöst. Hier haben wir noch schön viel Platz zum Bauen. Wenn wieder Silizium hier ist, dann kriegen wir wieder Elektronik. Dann brauchen wir hier jetzt nur wieder 15 Leute herschicken. Oh, da ging es schon los. Ja. Was ist da? Hier ist auch schon wieder was kaputt. Habe ich wieder nicht mitgekriegt. Da muss man halt echt hinterher sein. Hier alle Sektoren genau im Auge behalten. Wie es weitergeht. Ich bin tatsächlich am Überlegen. Pass mal auf, ich stelle das mal doch lieber auf Legierung. Weil Polymer, wir brauchen ja nicht so viel Polymer. Wir brauchen jetzt nochmal für den Sonnensegel brauchen wir 90 oder 75. Und jeweils immer 3 für so eine Sonde. Aber wenn ich mir angucke, wie das Eisen und die Legierung nach unten gehen, das ist schon noch eine andere Liga. Die Nahrung sieht hier überall gut aus. Ich stelle jetzt hier das tatsächlich mal ein, dass die hier... Wobei, ach nee, im Sektor 3 kann ich es nicht einstellen, weil die kein so ein Datenabhörzentrum haben. Das ist doch das Einfachste. Um Stabilität zu generieren. Sehr schön. Propaganda ist der Trick. Da habt ihr es gehört wieder. Schauen. Gleich ist unser Forschungsschiff hier unten fertig. 0,3. Senden noch eine Sonde aus. Hm.
Eis ist gerade nicht so wichtig. Hier ist Eisen. Eisen dürften wir aber noch genug haben. Haben wir denn nochmal Silizium irgendwo? Immer wenn es leuchtet, das ist es am besten offensichtlich. Okay, so, Forschungsschiff. A science ship team has completed a task. Perfekt. Wissenschaft's immer gut. Und sehr schön. Wollen wir das zulassen? Ich muss da wieder speichern. Mir ist das zu heiß. Ich will hier kein so ein Schiff verlieren. So. Dann untersuchen wir den Spaß mal. Was dabei rauskommt, liebe Freunde, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Genauso wie unsere Station bis dahin weiter überlebt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und wir hören uns bei der nächsten Folge. Ixion.